Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. In diesem Video gibt es endlich die versprochenen Kühe, einen Ausflug in ein Museumsdorf, einen wunderschönen Wasserfall, ein Oldtimer-Treffen und einen Ausflug mit der Bergbahn aufs Gigijoch. Viel Spaß beim Zuschauen. Und hast du was Gutes gefunden? Oh ja. Danke für den Hinweis. Gurken habe ich vergessen. Hier ist das tolle Buffet, das es morgens gibt. So viele Sachen, dass man gar nicht weiß, was man zuerst nehmen soll. Und immer völlig überfressen vom Frühstück aufsteht. Und dann sitzt man hier und hat einfach einen großartigen Blick aus dem Fenster. Die Kühe. Guten Morgen, neuer Tag. Heute geht's ins Ötztal. Genau. Guten Morgen, sagt Volker. Und da ist auch noch der Roland. Heute geht es ins Ötztaler Heimatmuseum und dann wird Volker da ins Café gehen und Roland und ich wollen dann mal zu einem Wasserfall hoch. Es sei denn, es fängt an zu regnen. Wir werden sehen. So, der Volker ist schon mal in die gute Stube eingetreten. Guck mal, diese Schränke hier in der Holzvertäfelung, das ist ja gut. Die Wandschränke. So, da haben wir die Küche. So, hier gibt es sogar Wasser im Haus. Jetzt gehe ich mal in den Keller und bin gespannt, was da ekelhaft ist. Ach, die mumifizierte Katze. So, der Joe wird mal gucken, ob man schlafen kann. Wir haben gelernt, dass der Backofen nur so eine kleine Öffnung hat, um möglichst viel Wärme drin zu halten, dass nicht so viel entweicht. Und dann gibt es hier was Besonderes, nämlich diesen kleinen Holzspeicher hier. Der wurde zwischen die Steinhäuser gesetzt und da wurden Sachen drin gelagert. Und das wurde extra mit Abstand zu den Steinhäusern gesetzt, damit im Falle eines Feuers nicht alles betroffen war. Oben kommt der Wasserfall runter.
der Volker mit den Wanderstöcken. Hier nochmal ein Blick auf diesen Speicher und das Haupthaus. Und das hier ist noch ein zweites Wohnhaus. Das war sogar mal ein Doppelhaus, also zwei Familien wohnten da drin. Das ist jetzt der sogenannte Gedächtnisspeicher. Da ist eine Bibliothek drin und da gibt es auch Lehrgänge und sowas. Also da gehen wir jetzt auch mal rein. Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal in den Holzspeicher. Dann treten wir mal ins nächste Haus ein. Roland und ich nachher hier zum Wasserfall gehen. Darf Volker sich hier hinsetzen und sich hier auch falten. Schön gemacht. Dann gucken wir mal, was ein Schupfen ist. Doch, da steht was. Holzhandwerk. Bei diesem Heimatmuseum besonders fasziniert ist, dass das ein alter Gebäudekomplex ist, der genau so einfach bestehen geblieben ist. Das heißt, alle Gebäude stehen an Ort und Stelle in dem Ort weiterhin, völlig integriert, ohne irgendeinen Zaun. Man sieht also ganz normale Häuser stehen direkt nebenan, also heute bewohnte Häuser. Und alles ist einfach erhalten bzw. restauriert worden. Hier kommt der Lehnbach runter. Dieses Gebäude hier ist das einzige Gebäude, was nicht hier an Ort und Stelle gestanden hat, sondern aus Sölden hierhin transportiert worden ist. Dann gehen wir mal rein. Muss man sich bücken, wenn man in die Stube will. Und hier geht's in die Küche, oder? Ja. Das ist noch eine Nummer anders als hinten in dem Haus, noch viel ärmlicher. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dieses Haus bis 1963 bewohnt gewesen von einer alten Dame. So, hier geht es in die Schlafkammer. Was man jetzt hier gut sehen kann, ist, diese Öffnungen gab es. Da war kein Gas drin wie jetzt, sondern da wurde abends dann ein Holzblock reingestellt. Und hier sieht man überall die Ritzen zwischen den Balken, die wurden mit Moos ausgestopft, damit es nicht so zieht. So, das hier war die Sägemühle. Draußen am Bach gibt es ein Wasserrad. Und das hat dann den Sägebalken hier angetrieben. Und offensichtlich gibt es hier auch noch Demonstrationen, wie das funktioniert. Aber natürlich nicht jetzt im Juni, sondern wahrscheinlich in der Hauptsaison. Da kann man erkennen, wie es geht. So, hier kann man das gut sehen, da kommt der Bach runter. Und wenn man den Bach dann in die Sägemühle umleiten will, macht man einfach diesen Schott da auf. Und dann würde das Wasser hier in die Rinne fließen und unten das Wasserrad, was man von hier aus nicht so gut sehen kann, antreiben.
das hier ist eine andere Mühle, nämlich eine Flachsmühle. Da wurde Flachs dann hier hingelegt. Dieser Balken wurde durch das Wasserrad angetrieben. Und der Balken wiederum hat dann diese Bohlen bewegt, rauf und runter. Und auf den Steinen lag dann Flachs und wurde damit geschlagen. Hier sieht man die Funktion nochmal auf dem Bild. Und dann gibt es hier noch eine ganz normale Mühle. Oben Getreide rein, Mühlstein, angetrieben durchs Wasserrad. Und da kommt das Mehl dann raus. Das hier ist eine sogenannte Schwinghütte. Da wurde das Flachsbündel zwischen diese Beischwinge und die sich sehr schnell drehenden Holzmesser geschwungen. Und so wurden dann die holzigen Reste aus den Bündeln entfernt. Und das hier ist die einzige wasserbetriebene, die es überhaupt gibt. Und hier sieht man, wie das Wasser reingeführt würde, wenn die Verriegelung offen wäre dafür. Und hier gibt es nochmal einen Überblick über die verschiedenen Dinger. Hier war diese Schwinghütte. Da, wo Roland steht, die normale Mühle. Und darunter die Flachsmühle. Und ganz unten das Sägewerk, das dann noch so ein bisschen rausguckt. Wir lassen den Volker und den Hund jetzt hier zurück. Der heult jetzt schon. Und gehen zum Wasserfall rauf. Und jetzt geht es gleich gerade den Stall rauf und dann über eine Brücke und dann bis zu einer Kanzel, da wird man auch tüchtig nass, hat viel Wasser gegeben jetzt im Moment, also viel Regen, sodass der Wasserfall auch viel Wasser führt. Das ist doch alles völlig uninteressant, heute ist das Eröffnungsspiel der EM. Ja, das auch und ja, gucken wir mal. Da kommt eine Wandergruppe. Wir werden nicht zulassen, dass sie uns überholen. Wir wälzen jetzt ein paar Steine über den Weg. Aber irgendwie entfernen wir uns vom Wasser. Mal gucken, wo es jetzt lang geht. Hier ist der Einstieg in den Klettersteig. Mir reicht es gerade so, hier hochzukommen. So, ab hier geht es jetzt parallel zum Wasserfall die Treppe hoch. Mal gucken. Wir sind schon ein ganzes Stück gestiegen und nähern uns der Plattform, der Aussichtsplattform oben. Im Moment ist da keine Dicht, aber es wird ganz schön nass. Bis da ist schon Plattform unterwegs, immer voran. Und ich gehe jetzt noch rauf und mache dann weiter. Regen steht noch.
Leute, das hat sich gelohnt. Aber ich muss sagen, ich glaube, im Video sieht man nur wirklich einen Bruchteil davon, wie schön und gewaltig das wirklich ist. Lohnt sich. Roland lässt die Drohne steigen. Voll konzentriert, so muss es sein. Morgen. Guten Morgen. Nächster Tag, neues Glück. Wir sind in Umhausen und hier gibt es ein Oldtimer-Treffen. Und jetzt gucken wir uns mal die Autos an. Roland überlegt, denn dieses tolle Gefährt hier ist zu verkaufen für ganze 1600 Euro. Insgesamt sind wir ein bisschen enttäuscht.
arg viel ist hier nicht, was mich vom Hocker reißt. Das sieht natürlich wirklich nett aus. Da das Oldtimer-Treffen nun ein Flop war, sind wir weitergefahren nach Sölden und fahren jetzt mal mit der Gigi-Jochbahn nach oben. So, da sind wir jetzt in der Gigi-Jochbahn. Unmengen von Bikern werden wir wahrscheinlich gleich oben sehen. Und jetzt geht es erstmal hoch. Jetzt gleich kommen wir dahin, wo der Wind immer weht. Sölden nennt sich selbst Biker-Republik Sölden. Und das auch zu Recht, denn es gibt Unmengen von Downhill-Strecken aller Schwierigkeitsgrade. Und hier seht ihr zum Beispiel eine davon. Windebach. Und da sitzt man, oder wir jedenfalls, im Wintergarten zum Wohl, mit einem ganz schönen Blick nach draußen auf die Berge. Heute gibt es Saibling mit Röstkartoffeln. Und da unten liegt das Tier. Und als Absacker gibt es Lärchenschnaps. Das war's dann für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.